Hallo ihr Lieben, du von Guru, ich bin immer noch im Schleck. Immer noch. Immer noch, denn jetzt gibt es Bier-Spezialeisen. Das wollte ich mir, das könnt ihr euch nicht empfehlen lassen. Ich bin sehr gespannt, was da reinkommt. Jeder hat ja so seine persönliche Lieblingsmischung und die habe ich natürlich auch. Und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Und die natürlich auch nicht. Deshalb machen wir das jetzt einfach mal zusammen. Und zwar bin ich ja das Zartbitterkind. Ne? Zartbitter. Ja, es gibt auch so Phasen, weil die Waffel nämlich so lecker ist, dass wir teilweise manchmal uns nur dick Schokolade in die Waffel pinseln und die dann halt essen. Ne? Auch geil. Aber wie kann man denn hier arbeiten und so schlank bleiben? Ja, es sind die guten Gene. Seht ihr das? Das geht mir ja auch so, ihr Lieben. Gute Gene, schlankbar sein und viel Wasser, sage ich immer. Viel Wasser trinken. So, genau. Beim Eis bin ich ein Fan vom Basic Cream. Das ist so ein reines Milcheis. Ne? Aber da kannst du halt alles reinmischen. Und das ist halt alles. Perfekt. Der Geschmack kommt dann also nochmal am Top mit den extra Zutaten. Genau, das schmeckt so ein bisschen wie dieses Mini-Milk von früher. Kennst du noch dieses Milcheis am Stiel? Mini-Milk habe ich geliebt als Kind. Immer. Das mag ich jetzt so, weil das ist spezielle Milcheis. Genau, das ist ja auch immer nur so ein bisschen, das reicht auch. Hammer. Ach, das würde ich ja gerne mal kosten. Ja, warte mal, was machen wir direkt? Direkt mal, wie toll ist das denn? Hier vom Stein direkt. Hier mal. Und die Mini-Milk, oder? Ja. Hat so einen geilen, hellen Milchgeschmack. Ja. So, an Zutaten. Also ich bin ja ein absoluter Fan von rohem Pilzteig. Cookie Dough ist der absolute Hammer. Darf eigentlich nie fehlen. Ja. Dann bin ich immer der Meinung, dass man auch Happy Hippo ins Eis machen sollte. Weil es einfach so ein süßes Nilpferd ist und es einfach so lecker ist. Und natürlich alle lieben Kinder Bueno. Ja. Kinder Bueno. Was gibt's Geiles? Seid ihr auch Team Bueno? Auf jeden oder Fall. Oder seid ihr Team Happy Hippo? Ach, wir sind Team Kinder. Kinder sind wir auf jeden Fall. Diese Kombination. So. Ich bin auf jeden Fall auch Team Schoko, wie du vielleicht gemerkt hast. So. Dann wird das wieder alles klein gemacht. So cool. Und ganz wichtig, immer alles schön untermengen. Damit du überall dann mit jedem Löffel eine andere Variation hast. Ach, toll. So. Leben lang jeden Tag ein anderes Eis. Sag's dir. Das ist geil. Jetzt kommt mein persönliches Highlight, nämlich ich bin ja ein Fan vom Schokokuss. Schokokuss, lecker. Habe ich früher in der Schule mal als Matschbrötchen gegessen. Genau, und das Matschen machen wir jetzt auch. Ah. Oh Gott. Und zwar wird es jetzt auf das Eis gematscht. Oh mein Gott. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen. Und warte, jetzt kommt noch das Beste. Dazu kommt nochmal diesen Teller. Aha. Ich bin nämlich auch eigentlich eine Künstlerin. Ja. Ich weiß nicht, ob das so ist. Ah. Eis ist ja auch nicht schwarz. So, weil du so nett bist. Oh, danke. Du bekommst jetzt ein Herzchen auf dein Eis. Schokoladenkunst. Hammer. Ich das. Ich muss jetzt kurz ein bisschen antrocknen, sag ich mal. Und dann kommt das gleich oben. Super. Und dann hoffe ich, dass dir diese Kreation genauso schmeckt wie die erste. Ich befürchte, dass ich es geiler finde als mein eigenes. Es sieht schon ziemlich geil aus. Eine super Kombination. Du lernst ja vom Profi, ne? So, jetzt darf es natürlich nicht kaputt gehen. Das ist der Hammer. Wir auch ein bisschen aufpassen, ne? Weil ich sehr dünn geworden ist. Ah. Ein Herz aus Schokolade. Zartbitter ist es, ne? Ja. Das ist natürlich. Ach, natürlich das. So. Ist boah, sieht das toll aus. So, und jetzt dürft ihr es auch nochmal von nahem sehen. Danke. Bitte schön. Wow. Da läuft uns schon wieder das Wasser im Mund zusammen. Ja, das darf das jetzt auch. Das ist so essen. Geil. Ich freue mich. Das essen wir jetzt. Und jetzt wird getestet, das mega ist vom Bier, total lecker. Ich glaube, ich zumindest sieht so lecker aus. Und mit dem Schokokuss hier oben drauf, Knüller. Vor allen Dingen Kinder Bueno ist hier auch noch drin und es schmeckt. Oh. So lecker. Man muss es wirklich probiert haben. Hammer. Und tatsächlich war ich jetzt heute auch zum ersten Mal. Und das hat wirklich mein Eisherz erobert, ihr Lieben. Auch das Eis vom Bier
ich finde es sogar ehrlicherweise wirklich leckerer als das Eis, was ich kreiert habe. Na, ich habe es ein bisschen übertrieben, es war zwar auch lecker, aber das hier vom Bier mit Kinderbrände und diesem Milcheis ist der Mega-Burner-Knüller. Brenne und Eis, beste Mischung. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Es schmeckt dir also immer noch. Ja. Oder schon wieder. Es schmeckt mir immer noch. Das ist schön. Eis Kunst auf hohem Niveau. Ich find's geil. Das vielen lieben Dank, ehrlich. Sehr gerne. Wir sehen uns ganz bestimmt bald wieder. Hoffentlich. Und wir uns auch, ihr Lieben. Bis bald. Natürlich hier 10 Punkte für das Eis. Lecker. Tschüss.